So, es war also das Archiv aus der Irrenanstalt. Dann schauen wir nochmal. Bethany brach aus der Irrenanstalt aus. Ihr nächstes Ziel scheint eine Fabrik namens Randall Glassworks im Bezirk Salvation Harbor zu sein. Sie meinte, dass die Antworten dort bereits seit dem letzten Jahrhundert existieren. Also Zeitraum ist das 19. Jahr, 19. Jahrhundert, oder? Müsste das eigentlich sein, ja. Register. Personenstandsbücher vielleicht. Personengruppe. Bezirk Salvation Harbor. Passt nicht. Passt nicht. Personengruppe. Unternehmen war es, ja. Ja. Genau, perfekt. Wir sollten nämlich nicht nach der Bethany suchen, sondern wir sollten nach der Fabrik suchen, genau. Name Randall Glassworks. Gegründet 1884. Eigentümer Gaunter Randall. Adresse Skipper Road zwischen L Street und Calmshore Street im südlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor. Sehr schön. Neuen Hinweis gefunden. Dem können wir jetzt nachgehen. Perfekt. Dem können wir jetzt nachgehen. Dann sollten wir das mal auf der Karte direkt mal markieren. Okay, was haben wir gesagt? In Salvation Harbor. Wo haben wir Salvation Harbor? Hier. Zwischen L Street und Calm Shore. Hier ist die L Street. Und hier ist Calm Shore. Dazwischen. Was heißt denn dazwischen? Also hier irgendwo. Hier so rum, ne? Das ist wieder. Ja, gut. Gehen wir zu dem Schnellreisepunkt und dann. Oder zu dem. Ist ja eigentlich relativ egal. Hier sind wir schon mal rumgelaufen. Wir gehen zu dem und fahren dann hier runter und laufen hier lang. Mal gucken, was es da noch so alles gibt. Dann sollten wir aber erstmal zum Schnellreisepunkt wieder gehen. Einen Moment mal. Okay. Und dann, was habe ich jetzt gesagt? Gehen wir hier hin, ne? Ja, gehen wir hier hin. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zu dieser Fabrik. So, bitte Boot. Yes, okay. Jetzt hat es mal geklappt auf Anhieb. Ein Glück. Eine Bootfahrt, die ist lustig. Eine Bootfahrt, die ist schön. Auch wenn es gerade regnet. Wir haben trotzdem gute Laune. Wir haben trotzdem gute Laune. Kommt schon. Noch viel bessere Laune hätte ich, wenn es hier mal zwischendurch noch was zum Looten gäbe und uns keine Monster angreifen würden. Dann hätte ich super Laune dabei noch. Ja. Das war's auch schon wieder mit der Bootsfahrt. Naja, gut. Gucken, ob hier nochmal ein gefährliches Gebiet irgendwo auf dem Weg lauert, dass wir nochmal schnell ein paar Truhen looten können. Alter, was bist du denn für einer? Alter. Alles klar. Oh, da hinten haben wir was. Und da sehe ich auch schon das Symbol. Ah, hier, ne? Befallenes Gebiet? Neues befallenes Gebiet, sehr schön. Dann. Oh, da links, rechts und. Dann schnappen wir uns mal nur die Kiste hier. Und hauen direkt wieder ab. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Oh, guck mal, wir haben so viel Stuff, dass wir hiervon auf jeden Fall auf Maximum stellen können. So. Jetzt sind wir doch gut ausgerüstet. Was wir jetzt nur noch brauchen, sind mal ein paar mehr Erfahrungspunkte für, damit wir die Wissenspunkte ja, investieren können. Frisch, Fischer frisch. Fischer frisch, ihr wisst Bescheid. So, neuer Schnellreisepunkt. Ja, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Achso. Fabrik. Fabrik. Glassworks. Calmshore Work. Fabrik. Fabrik.
Fabrik Randall Glassworks. Nein. Oh Gott. Das sieht aus wie eine Fabrik, oder? Ist das eine Fabrik? Ja, aber es ist kein... nichts mit Glassworks. So, ich hasse halt immer diese Bezeichnung zwischen hier und... ja, wir laufen mal hier weiter lang. Randall Glassworks. Wo steht deine Fabrik? Oh, hier könnte sie sein. Nein? Wir sind hier doch bestimmt wieder nicht alleine. Hier gibt es nichts. Wir sind doch hier bestimmt wieder nicht allein. Oh, hier gibt es viel zum Looten. Viel zum Looten, das ist ja schön. Aber eigentlich waren wir ja auf der Suche nach der Fabrik. Wo ist diese Fabrik? Egal, jetzt gucken wir uns erst noch mal oben um. Ging es nicht noch mal nach oben? Nee? Doch, hier. Ja, böse Musik. Ich höre böse Musik. Hier sind keine Monster. Na schön. So, dann gehen wir hier wieder raus. Gehen wir hier wieder raus. Habe ich gesagt. Und suchen weiter nach der Fabrik. Wo ist diese doofe Fabrik? Ach so, wir wollten ja eigentlich mal zwischen Calmshire Road und kann auch halt hier sein, ne? Kann auch halt hier sein. Dann gehen wir nochmal, bin ich gerade wieder in die falsche Richtung gelaufen. Wir gehen jetzt hier lang und dann suchen wir diesen Bereich hier nochmal ab. Und ansonsten, wenn es da nicht irgendwo ist, aber muss es ja sein, werde ich mich ein bisschen genauer umgucken müssen. Jetzt gehen wir mal hier lang. Loki, hörst du mich schon oder bist du noch am Schneiden? Da geht's auch noch mal rein. Hier geht es noch mal rein. Ist das die Fabrik, die wir suchen? Ja. Da sind wir in der Fabrik, die wir suchen. Jetzt stirb. Oh Gott. So. Wir haben die Fabrik gefunden, Leute. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Einen Moment mal eben.
So, ich muss mal eben ganz kurz was schreiben. Mehr kann ich nicht tragen. Da haben wir bestimmt. So, haben wir die voll? Aber die voll, was können wir denn nicht tragen? Was haben wir denn im Inventar? Okay, Metallteile und Federn, ne? Oder wenn wir Glück haben, war das auch vielleicht ein. Wir sollten mal ein Erste-Hilfe-Set verwenden. Das ist nämlich einer, so wie es aussieht. Dann nehmen wir den mit. Dann nehmen wir den mit. Ja. Auf diesem Tisch wurden wohl die Rahmen gefertigt. Auf diesem Tisch wurden wohl die Rahmen gefertigt. Welche? Von den Gläsern, von den Scheiben oder was? Okay, das kann natürlich gut sein. Okay, es geht auch noch mal runter. Es geht rauf und es geht runter. Dann gucken wir uns erstmal mal unten um. Halten unsere Waffe bereit. Das war bestimmt noch nicht alles, was hier an Monstern lauern. Die Die Tür Tür gibt gibt nicht nicht nach. nach. Okay, dann schauen wir uns halt doch erstmal oben um. Sind hier offen? Die Tür Nee. gibt nicht nach. Ein menschliches Gesicht. Warten Sie, ich schließe die Tür auf. Ach, ja, hallo. Huch, wer bist du denn? Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber ich bin heilfroh, ein menschliches Gesicht zu sehen. Was machen Sie hier? Ich suche nach jemandem, und zwar nach einer alten Frau mit einem Spiegel. Haben Sie sie gesehen? Vielleicht meinen Sie die alte Bethany. Sie kommt oft hierher, bringt uns Essen, Decken und so weiter. Kennen Sie sie? Nein, aber ich würde sie gerne kennenlernen. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Ja, aber das macht es für Sie nicht leichter. Bethany war gerade im Lagerraum, als die Wildbeester kamen. Sie hat sich dort eingeschlossen. Ich habe einen Ersatzschlüssel, aber. Aber die Sache hat einen Haken, richtig? Richtig. Wir haben zwar eines dieser Monster erwischt, aber es ist einfach zu zäh. Es treibt sich immer noch vor dem Lagerraum herum und Bethany kann nicht raus. Und wir müssen da rein. Ohne die Vorräte verhungern wir. Aber ich glaube nicht, dass wir es mit dem Monster aufnehmen können. Ich hoffe, Bethany geht es gut. Ich kümmere mich um dieses Monster. Das nehmen wir Wir natürlich sehen an. uns. Das Ding im Untergeschoss. Ja, okay, jetzt haben wir den Schlüssel bekommen für den Lagerraum im Keller. Wer bist du? Früher konnte man hier sicher ganz gut leben. Heute nicht mehr? Ja, wegen den Monstern nicht, ne? Sie verstecken sich. Sie verstecken sich unter Wasser. In Tümpeln, in Pfützen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Gerade mühevoll den SMM2-Part im Rätsel-Level geschnitten. Da stürzt ein Movie-Studio ab. Bitter. Bitter. Oh. Blicken alle Spiegelbauer so zwielichtig drein. Heißt das, du hörst mich jetzt wieder oder heißt das, das dauert länger? Oh, hier ist auch ein Spiegel. Eine gute Arbeit. Aber sieht so aus, als wäre das Geschäft aufgegeben worden. Ein Jammer. Ein Jammer. Haben wir jetzt alles gefunden hier oben? Nee. Wer hätte gedacht, dass in Spiegeln so viel Planungsarbeit steckt? Oh, hier unten haben wir auch noch was. Munition gefunden. Dreimal. Ja, geil. Ja, geil. Dann wäre dann das hier oben alles gewesen. Okay, dann gehen wir jetzt runter in das Erdgeschoss und schauen mal, ob wir Bethany da unten rausbekommen. Wir haben zwar jetzt schon vier Monster erlegt, vier Kreaturen hier. Oh, was war hier? Irgendein Mittel zur Oberflächenbehandlung. Vermutlich werden damit Glasscheiben in Spiegel verwandelt. Glasscheiben in Spiegel. Aha, interessant. So. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Wir nehmen mal die etwas stärkere Waffe. Die Tür gibt nicht nach. Was? Ich dachte. Die Tür gibt nicht nach. Hä? Ich dachte, wir hätten einen Schlüssel jetzt bekommen. Hä?
Die Leute, die sich in der Glasfabrik aufhalten, erzählten mir, dass Bethany auch dort ist. Sie war gerade im Untergeschoss, als die Monster kamen und schloss sich im Lagerraum ein, wo sie nun festsitzt. Wenn ich das letzte Monster im Untergeschoss getötet habe, geben sie mir den Schlüssel. Ja, und wo ist das Monster? Ich würde es ja gerne töten. Ich würde das Monster ja gerne töten, aber wo ist es? Bin jetzt fertig, damit das alles zu schneiden. Ja, sehr schön. Nice. Wo ist denn das letzte Monster? Spiel, willst du mich verarschen? Das letzte Monster töten. Wo ist es denn? Die Tür gibt nicht nach. Wenn ich das letzte Monster im Untergeschoss getötet habe, in verarschen? Aber wir machen jetzt erstmal jeden Punkt hier wieder weg, sonst verwirrt das nur. Du möchtest unser Banner auch mal neu machen? Ja, mach das. Wo ist dieses scheiß Monster? Ist das jetzt schon wieder so ein Bug hier oder was? Irgendwelche Charaktere, die du da mit drauf haben willst? Fällt mir jetzt gerade spontan so nichts ein. Müsste ich länger drüber nachdenken. Monster, wo bist du? Da oben? Ich will halt keine... Ach so, kann ich das nicht kaputt schießen? Oder schlagen? Ja, sie ja, okay. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Okay. Hier ist das Monster irgendwo, ne? Da. Oh, oh. Ach so, das war's schon? 3 Schuss? Weil das jetzt so irgendwie komisch blau aussah. Hab ich eigentlich gedacht, das wäre so ein, ja, fast so wie ein Bosskampf. Okay, kannst du auch mal unsere Playlist durchsehen und gucken, was du da mit drauf haben willst. Geralt und Ciri kommen auf jeden Fall mit drauf. Dauert ja noch, bis ich das fertig hab. Ja, ja, mach das ruhig, kein Problem. Okay, das war jetzt das letzte Monster hier aus dem Geschoss, aus dem Untergeschoss, ne? Jetzt frage ich mich nur, was für einen Schlüssel bekommen wir denn jetzt? Ich dachte, das wäre hier halt der Schlüssel für diese Tür hier, aber... Ah, für diese Tür. Die Tür gibt nicht nach. Bethany? Bist du da drin? Holen wir uns den Schlüssel von oben ab. Ja, wir haben das Monster erlegt. Go, go. Habe ein Bild gefunden, das perfekt dafür ist. Kannst dir bei Gelegenheit ja auch mal ansehen. Ja, klar, mach ich mal. Ich habe das Monster getötet. Ich weiß, den Krawall hat man bis hier oben gehört. Gute Arbeit, Mister. Hier haben Sie den Schlüssel. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen und schauen Sie bitte, ob mit Bethany alles in Ordnung ist. Mache ich. Sie können sich darauf verlassen. Na schön. Und Loki, wenn das in der Aufnahme echt lecken sollte, da paar Mal, ne? Was mache ich dann, damit das nicht leckt? Die Bitrate noch weiter runterstellen, oder was? Ja, hier ist das Zimmer von Bethany. Bitrate runter, okay. Dann schaue ich mir jetzt gleich nochmal nach dem ersten Part hier kurz mal, klicke ich das durch, schaue mir erstmal an, ob das wirklich leckt. Wie bei dir bei Richard da manchmal in den ersten Parts. Ja, ja, okay. Randalls Tagebuch. Ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Stadt überraschen könnte, und doch hat sie es dank Francis Throckmorton getan. Seinem Lieblingserben den Weg zu ebnen, indem er den anderen Erben aus dem Weg räumt. Er glaubt doch tatsächlich, dass er seinem Sohn einen Gefallen damit getan hat, ihn auf die Spielwege zu schicken. Schließlich hätte er ihn auch umbringen können. Was mich betrifft, ich war einfach nur froh, dass ich mein Wissen teilen konnte. Sollte Francis irgendwann vorhaben, seinen Sohn zurückzuholen, findet
er für ihn hoffentlich einen geeigneten Körper. Ich habe genug von dieser Stadt. Es wird Zeit, in wärmere Gefilde zu ziehen. In die fernen Gestade am besten. Ja. Und was haben wir hier? Durchsuchungsbefehl. Erlaubnis, die Räumlichkeiten der Glasfabrik Randall Glassworks im Bezirk Salvation Harbor zu betreten, um 1. wiederholten Beschwerden wegen verdächtigen nächtlichen Treibens nachzugehen und 2. den verdächtigen Gaunter Randall zu verhören. Da hat sich jemand mit Vorräten eingedeckt. Allerdings. Das scheint erstmal alles gewesen zu sein. Dann aktivieren wir hier das innere Auge und... von wo geht's denn? Von wo denn? Von hier. Sein Haus. Randalls Haus. Halte durch, Hammond. Wir haben es fast geschafft. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Okay. Haben wir das? In der Glasfabrik befindet sich ein großer Spiegel, der als eine Art Portal fungiert. Er ist zersprungen, aber wenigstens weiß ich jetzt, wohin sich Bethany aufgemacht hat. Zum Haus des Spiegelfabrikanten. Dabei hat sie mit einem Hammond geredet. Da hat sich jemand mit Vorräten eingedeckt. Dann gehen wir nochmal jetzt kurz hoch zu den drei komischen Gestalten da oben. Was ist da von einer Hammond? Wer ist ein Hammond? Ach, jetzt können wir nicht mehr mit dem reden. Sie verstecken sich unter Wasser. In Tümpeln, in Pfützen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Okay. Früher konnte man hier sicher ganz gut leben. Eine gute Arbeit. Das ist alles. Sieht so aus, als wäre das Geschäft aufgegeben worden. Ein Jammer. Okay. Was bedeutet das jetzt? An dem einen Zeichen von dem Hinweis haben wir jetzt schon gesehen, dass wir wieder ein Archiv finden müssen. Aber das hier verstehe ich noch nicht so ganz. Wenigstens wissen wir jetzt, wo sich Bethany hin aufgemacht hat. Zum Haus des Spiegelfabrikanten. Keine Ahnung, wo das ist. Erlaubnis, die Räumlichkeit in der Glasfabrik. Randall Glassworks ein bisschen zu betreten. Das ist... Ich schätze mal Polizeiarchiv. Wo ist der nächste Schnellreisepunkt? Da oben erst. Komm, dann gehen wir hier noch einmal lang. Wir finden doch hier bestimmt auch irgendwo nochmal einen Schnellreisepunkt, oder? Billiger ist es nirgendwo. Was ist hier los? Bedrohst du ihn etwa mit einem Messer? Lol, der sticht ihn einfach ab. What the fuck? Vorsicht, er ist verflucht. Und wo ist die Leiche jetzt hin? Diese Stadt ist verrückt. Diese Stadt ist verrückt. So, Schnellreisepunkt. Hier gibt es echt keinen Schnellreisepunkt irgendwo. Aber da oben gibt es noch was zum Looten. Mehr können wir aber nicht tragen. Okay, dann warte mal, dann sollten wir vielleicht noch mal was herstellen. Können wir jetzt mehr tragen? Stopp mal. Wir haben alles auf Maximum, was wir auf Maximum haben können, ne? Dann ist das halt so.
Ja, dann ist das halt so. So, ab zum Schnellreisepunkt und dann auf zum Polizeiarchiv. Ich gehe stark davon aus, dass das jetzt ein Hinweis für das Polizeiarchiv war. Polizei, Polizei, Polizei. Da. Das werden wir dann jetzt noch in dieser Folge auf jeden Fall machen. Herausfinden, was wir da beim Polizeiarchiv machen müssen. Ich denke mal, wir bekommen dadurch jetzt die Adresse raus für den Spiegelfabrikanten und dann müssen wir dem halt einen Besuch abstatten, weil Bethany ja höchstwahrscheinlich dort ist. Verschwenden Sie nicht meine Zeit, neuer. Also, nee, ist falsch. Warum? Achso, nee, das war ein anderer Hinweis, ne? Da. Genau, Durchsuchungsbefehl. Wir sind hier schon mal richtig, perfekt. Durchsuchungsbefehl. Ein Bezirks-Salvation-Haber, das ist schon mal klar. Erlaubnis, die Räumlichkeiten der Glasfabrik im Bezirk zu betreten. Um wiederholten Beschwerden wegen verdächtigen nächtlichen... Aha. Also Beschwerden und Personengruppe Verdächtige. Yes. Haus des Spiegelfabrikanten, perfekt. Name Gunther Rundle, Pseudonym Davis Miles, Spiegelfabrikant, Geschlecht männlich, Alter unbekannt, Wohnort hat die Stadt verlassen, letzter bekannter Wohnort Oakmont, Massachusetts, Old Grove Nord, an der Ecke Rintoff Avenue und Goldbridge Road. Verdacht auf Störung der öffentlichen Ordnung, Ungehorsam gegenüber der Staatsgewalt, Fälschungsdelikte. Na schön. Dann markieren wir uns das auf der Karte. An der Ecke in Old Grove Nord. Achso, jetzt schon wieder, sind wir schon wieder in Old Grove. So weit ist die. Okay, hier waren wir noch nie in dem Bereich, ne? Krass. An der Ecke Rintoff Avenue. Hier haben wir die Rintoff Avenue. An der Ecke Rintoff Avenue und Cold Goldbridge Road. Hier. Also müsste die irgendwo hier sein. An der Ecke. Schwupp. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge direkt auf dahin. Bis dann.